Nennen Sie beispielhaft einige wichtige Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes EFZG. So kürzt man das ab. Des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Und das ist sicher oder das sind sicher Bestimmungen, die jeder Arbeitnehmer kennt. Es geht hier um die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Also dieses EFZG bezieht sich auf den Krankheitsfall. Der Fall also, dass der Arbeitnehmer erkrankt. Und die Regelungen sind folgende. Vier wesentliche Regelungen. Diese Entgeltfortzahlung ist maximal 6 Wochen. Auch das, glaube ich, weiß jeder Arbeitnehmer. Ja, maximal 6 Wochen muss der Arbeitgeber das Entgelt fortzahlen, so als wäre der Arbeitnehmer gar nicht krank. Und danach springt die Krankenkasse ein. Das weiß, glaube ich, jeder. Dann muss aber die Arbeitsunfähigkeit, die muss unverschuldet sein. Ja, sie muss unverschuldet sein. Wenn man selber eine Schlägerei anzettelt und kriegt dann aufs Maul und liegt deswegen im Krankenhaus, dann ist das nicht unverschuldet. Ja, es muss unverschuldet sein. Dann muss die, ich schreibe mal, Anzeigepflicht. Der Arbeitnehmer muss die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzeigen und dann haben wir die Attestpflicht. Diese Attestpflicht ist laut Gesetz erstmal formuliert ab dem 4. Tag, aber, und das machen viele Arbeitgeber können das ändern und können sagen ab dem 1. Tag. Ja, Attest ab dem 1. Tag, das ist möglich, das kann der Arbeitgeber so bestimmen. So, das sind die wesentlichen Bestimmungen, die auch jeder Arbeitnehmer wissen sollte. Er hat maximal 6 Wochen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Das ist ein großer Fortschritt. Ja, früher, wenn jemand krank wurde, sagen wir mal vor 100, 200 Jahren, dann war das eine Katastrophe. Heute kann so etwas passieren, ohne dass gleich die Existenz bedroht ist, was früher sicher der Fall war. Es muss aber unverschuldet sein, auch das sollte klar sein. Ja, auch wenn man besoffen Auto fährt übrigens, ja, und verletzt sich dann, baut einen Unfall, wird aber selber geschädigt in dem Unfall, dann ist das nicht unverschuldet. Und dann muss der Arbeitgeber natürlich auch nicht das Entgelt fortzahlen. Ja, wobei der Arbeitgeber die Beweislast hier trägt. Ja, Anzeigepflicht, der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber sofort anzeigen, dass er nicht kommen kann, weil er krank ist. Auch das sollte selbstverständlich sein. Und die Attestpflicht ab dem 4. Tag oder, wenn der Arbeitgeber es verlangt, ab dem 1. Tag. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.